Hallo zusammen, ich bin Darlene und ich teste für euch neue, innovative und praktische Haushalts- und Küchengeräte. Heute werfen wir gemeinsam einen genaueren Blick auf den Easy Fry Grill in Steam von Tefal, denn der ist die erste 3-in-1 Heißluftfritteuse seiner Art und kombiniert eine Fritteuse, einen Grill und einen Dampfgarer in einem Gerät. Wie das Ganze genau funktioniert und ob sich das Kochergebnis sehen lassen kann, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an und testen uns durch die einzelnen Funktionen, um das Gerät so ein bisschen besser kennenzulernen. Zum Lieferumfang gibt es tatsächlich nicht allzu viel zu sagen, da alle wichtigen Teile schon im Gerät vorhanden sind, abgesehen von der Bedienungsanleitung und den zwei austauschbaren Gittereinsätzen. Einmal fürs Frittieren und Dampfgaren und einmal für die Grillfunktion. Der Easy Fry kommt übrigens in einer XXL-Größe und soll sich deshalb ideal für die Zubereitung von großen Mengen, das heißt je nach Gericht für bis zu 8 Personen eignen. Konkret heißt das zum Beispiel laut Bedienungsanleitung, dass ich damit sogar etwas über 1 Kilo Pommes zubereiten könnte. Und da bei einer Heißluftfritteuse wahrscheinlich auch die meisten von euch jetzt direkt an Pommes denken mussten, probieren wir die jetzt einfach mal direkt als erstes aus. Wichtig bei der Vorbereitung ist immer, dass die Zutaten möglichst trocken in den Airfryer kommen. Das heißt, Fleisch tupft man vorher mit einem Küchentuch ab und auch meine Tiefkühlpommes werde ich jetzt schnell von kleinen Eisrückständen befreien, damit sie dann später auch schön knusprig werden. Ist das erledigt, gebe ich die Pommes einfach hier in den Korb und muss nur noch das vorinstallierte Pommes-Programm einstellen. Von diesen vorinstallierten Programmen gibt es beim Easy Fry übrigens 7 Stück, die automatisch die richtige Temperatur und Garzeit für das jeweilige Gericht einstellen. Damit kann man dann echt super easy und einfach per Knopfdruck zum Beispiel Fleisch grillen, Gemüse dünsten und sogar Kuchen backen. Wollt ihr etwas mehr Flexibilität? Könnt ihr aber natürlich auch alle Einstellungen selber vornehmen und sogar Kochmodi miteinander kombinieren. So, unsere Pommes sind fertig und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal den Geschmackstest. Also sind super kross. Also ich finde, man merkt da kaum den Unterschied zu ganz normal frittierten Pommes, was echt super genial ist, weil ich normalerweise eher weniger häufig frittiere, weil ich mir immer denke, oh, das ist so ungesund mit so viel Fett und so. Aber ich finde, so kann man das öfter mal machen. Also frittieren klappt schon mal super. Dann testen wir als nächstes einfach mal die Grillfunktion. Dafür habe ich mir ein Rezept für Lachs Teriyaki aus dem Online-Rezeptheft für den Easy Fry rausgesucht, das man sich ganz einfach online runterladen kann. Während mein Lachs jetzt in der Soße mariniert, lege ich schon mal das Grillgitter in den Easy Fry und lasse ihn 15 Minuten vorheizen. Dann lasse ich meine Lachsspieße für jeweils 2 Minuten pro Seite grillen und voilà, fertig sind sie auch schon. Mich würde aber auch interessieren, wie es denn mit größeren Fleischstücken aussieht. Also schmeißen wir gleich als nächstes auch nochmal dieses etwas größere Lachsfilet rein und probieren dafür mal das Fischprogramm aus. Denn dort wird der Lachs zuerst kurz gedünstet und dann nochmal Heißluft frittiert. Und hier zeigt sich, finde ich, auch nochmal ganz stark der Vorteil von einem Airfryer. Würde ich den Fisch jetzt nämlich einfach ganz normal in der Pfanne anbraten, würde nämlich nicht nur das ganze heiße Fett durch die Küche spritzen, sondern danach auch die gesamte Wohnung nach Fett und Fisch riechen. Mit dem Easy Fry ist die Zubereitung also wirklich um einiges unkomplizierter und vor allem auch sauberer. So, und dann haben wir als letztes noch die Dampfgarfunktion. Da beim schonenden Dampfgaren vor allem die Vitamine und Mineralien erhalten bleiben, eignet es sich besonders gut für die Zubereitung von Gemüse. Deshalb habe ich hier einfach schon mal eine bunte Mischung vorbereitet. Zum Dampfgaren benötigt man natürlich zuallererst Wasser. Das füllen wir hier in den integrierten Wassertank ein, drehen den Verschluss wieder zu und setzen ihn wieder oben auf unseren Airfry. Jetzt wählen wir nur noch das Gemüseprogramm aus und fertig ist unser frisches Gemüse. Die Dampfgarfunktion funktioniert also auch wunderbar und je nach dem, welches Gemüse ihr jetzt steamen wollt, könnt ihr die Garzeit natürlich auch noch manuell einstellen. Nachdem wir unser Gerät jetzt also ausgiebig genutzt haben, kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt. Die Reinigung. Die ist an sich auch total unkompliziert, denn dafür entleert man lediglich unten die Auffangschale und kann alle abnehmbaren Teile, wie zum Beispiel die Gittereinsätze, in der Spülmaschine waschen. Für eine gründliche Reinigung des ganzen Geräts gibt es außerdem per Knopfdruck noch eine Selbstreinigungsfunktion, die aber nochmal genauer in der Bedienungsanleitung erklärt wird. Wie ihr sehen könnt, kann man den Easy Fry Grill in Steam also wirklich super vielseitig einsetzen und spart sich nicht nur eine Menge Fett beim Frittieren, sondern auch eine Menge Nerven und Zeit in der Küche, weil man super viele Gerichte einfach unkompliziert und per Knopfdruck zubereiten kann. Ich hoffe, euch hat das Video einen guten Eindruck gegeben und hilft euch dabei zu entscheiden, ob es auch das richtige Gerät für eure Küche ist.